Der Rastplatz. Eine Autobahnfahrt kann anstrengend sein. Tour Nord, 12 Kilometer. Tour Süd, 27 Kilometer. Weiße Buchstaben auf blauem Grund. Der Gedanke an Tour tritt zurück in Anbetracht einer Schlange von Lastwagen auf der rechten Fahrspur. Wir halten im Schnitt die 110. Es ist nur eine kleine Mahlzeit auf die Schnelle geplant. Zum Abendessen möchten wir in Agen sein. Die Restaurants auf der Autobahn kommen nicht in Frage. Sie sind überfüllt, alles dauert sehr lange und die Qualität der angebotenen Speisen rechtfertigt in keinster Weise die überhöhten Preise. Da wird ein Rastplatz in 2 Kilometern angekündigt. Es ist 13 Uhr. Perfekt. Alternativlos. Wir haben keinerlei Erwartungen. Es ist eine effiziente Lösung. Wir haben einige Tomaten und gekochte Eier dabei. In 20 Minuten wird alles erledigt sein. Die Fahrtunterbrechung fühlt sich an wie etwas, das in einen größeren Zusammenhang eingeschoben ist, wie eine Zeitblase. Jede Stelle auf dem Rastplatz hat ihre genaue Bestimmung. Einige Sitzbänke, ein breiter asphaltierter Mittelstreifen, eine Verkehrsinsel mit einem Rest von Grün, einige Büsche als Abgrenzung zur offenen Landschaft. Es fühlt sich nicht wirklich so an wie dort, wo man eigentlich ist, in der Touraine. Kaum ein Gefühl von Frankreich. Man grüßt nicht einmal die unmittelbaren Nebenleute, geht sogar bewusst auf größtmögliche Distanz. Ohnehin sind es Holländer. Wir werden im Stehen essen. Alle Sitzbänke sind belegt. Merkwürdigerweise setzt nun ein Wohlgefühl ein. Poesie kommt auf. Ja, selbst beim Essen eines Pfirsichs. Wenn man sich nach vorne beugt, um keinen Fleck auf die Kleidung zu bringen, und auch dann, wenn man ein paar Schritte geht, um sich die Füße zu vertreten, die nüchterne Kulisse, die Leere des Augenblicks. Völlig im Gegensatz dazu entsteht eine tiefe Empfindung. Vor allem ging es darum, keine Zeit zu verlieren, und nun sind wir dabei, sie zu gewinnen. Ein seltsamer Moment, ohne definierte Konturen, der sich niemals bewusst herbeiführen ließe. Zu viel von einem solchen Ort und eine chemische Reaktion überfällt den Körper buchstäblich. Es geht nicht einmal darum, das hart gekochte Ei oder die Tomate wirklich zu genießen. Das Ei ist sättigend, während die Tomate nach nichts schmeckt. Vergnügen ist etwas anderes. Etwa das beglückende Gefühl, dass alles spielerisch läuft und sich all das Unangenehme zum Guten wendet. Man hat kaum Einfluss auf den Gang der Dinge, fühlt sich im Inneren so durchdrungen, so vereinnahmt von diesem Rastplatz, von dem wir glaubten, wir könnten ihn einfach missachten. Ein Irrglaube. Nun lassen wir uns von ihm tragen. Uns bleiben noch gut 2 Minuten Zeit.